Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Metal Gear Solid. Und wir stehen hier direkt vor dem Viper-Klo, also vor dem Frauenklo, weil sich dort ja jetzt eine gewisse Person versteckt hat, also reingegangen ist. Und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt auch mal rein, weil im letzten Video haben wir ja schon einiges erlebt. Keine Bewegung. Okay. Auch nicht schlecht. Es ist das zweite Mal, dass es mir gelingt, den legendären Solid Snake zu stellen. Haha. Sie sind Meryl. Sie könnten sich unmöglich lange als Mann ausgeben. Was soll das heißen? Hey, Männer sind hier nicht erlaubt. Ich wusste nicht, dass Sie so feminin sind. Das ist wohl nicht der Zeitpunkt, mich anzumachen. Überhaupt, es ist umsonst. Bei meinem Eintritt wurde mein Interesse an Männern durch Psychotherapie zerstört. Derselbe kluge Mund. Sie sind Meryl, kein Zweifel. Verletzt? Noch nicht. War ja als Genomsoldat verkleidet. Warum nicht mehr? Sie hätten es einfacher als einer von denen verkleidet. Ich hatte keine Lust mehr, mich zu verstellen. Um ehrlich zu sein, die Uniform roch nach Blut. Was bedeutet das Zeichen? Hä? Dieses? Nicht echt, nur aufgemalt. Ich war schon immer ein Foxhound-Fan. Leuten wie Ihnen und meinem Onkel dabei. Damals gab es noch keine Gentherapie. Ihr wart echte Helden. Im Krieg gibt es keine Helden. All die Helden, die ich kannte, sind entweder tot oder im Knast. Sie sind doch ein Hellsnake, oder nicht? Ich erledige bloß meine Arbeit. Töten. Für einen Söldner gibt es weder Sieg noch Niederlage. Im Krieg gewinnt nur das Volk. Richtig. Und Sie kämpfen ja fürs Volk. Ich kämpfe nur für mich selbst. Ich habe keine Vision. Und keine Ziele. Ach, kommen Sie. Nur wenn ich im Kampf dem Toten komme, dann fühle ich mich richtig lebendig. Sie fühlen sich lebendig, wenn andere sterben, hm? Sie lieben den Krieg und wollen nicht, dass er je endet. War das schon immer bei großen Soldaten so? Wieso haben Sie mich nicht kontaktiert? Mein Codec war kaputt. Wirklich? Reicht Ihnen nicht, dass wir uns so getroffen haben? Egal, wie haben Sie mich denn erkannt? Eine Dame vergesse ich nie. Ich wusste es, Sie haben was für mich übrig. Ja, ich habe was für Ihren Hintern übrig. Hintern? So, erst die Augen, dann der Hintern. Und als nächstes? Auf dem Schlachtfeld fragt man nie, was kommt als nächstes. Das stimmt. Also Snake, wie laufen die Verhandlungen? Kein Fortschritt. Dann hängt alles an Ihnen, hm? Jemand muss den Abschuss einer Atomrakete verhindern. Zwei Möglichkeiten. Wir zerstören Metal Gear, oder... Wir deaktivieren den Sprengcode. Haben Sie die Schlüssel von Baker? Die Schlüssel? Perfekt. Diesen hier? Wo sind die anderen? Verstört. Es sollten drei sein. Ich habe nur den. Wo sind die beiden anderen? Keine Ahnung. Aber wenn wir sie nicht finden, bleibt uns nur die Zerstörung von Metal Gear. Metal Gear ist in einer unterirdischen Wartungsbasis im Norden. Nehmen Sie mich mit. Ich kenne die Basis besser als Sie. Sie behindern mich nur... Sie haben nicht genug Kampferfahrung. Ich behindere Sie nicht, das verspreche ich. Und wenn doch? Dann können Sie mich erschießen. Ich verschwende keine Kugeln. Okay. Ich bin vorsichtig. Wissen Sie, ich bin nicht wie andere Frauen. Ich schaue mich kaum im Spiegel an. Ich mochte solche Frauen noch nie. Ich wollte schon als Kind Soldatin werden. Aber ich hatte mich geirrt. Es war kein richtiger Traum. Mein Vater. Er fiel im Kampf, als ich noch jung war. Sie wollten also dem Vorbild Ihres Vaters folgen? Eigentlich nicht. Ich dachte, als Soldatin könnte ich ihn besser verstehen. Sind Sie schon eine Soldatin? Ich dachte schon, bis heute. Aber jetzt verstehe ich die Wahrheit. Ich hatte Angst, mich selber anzusehen. Angst davor, über mein Leben selber zu entscheiden. Ich werde mich nicht mehr selber belügen. Es wird Zeit, dass ich mich selber unter die Lupe nehme. Ich will wissen, wer ich bin und was ich kann. Ich will wissen, warum ich bis heute so gelebt habe. Ich muss es einfach wissen. Sehen Sie sich gut an. Das ist für eine Weile Ihre letzte Chance. Und waschen Sie sich Ihr Gesicht. Ja. Das ist keine Trainingsübung. Unser Leben steht auf dem Spiel. Es gibt keine Helden und Heldinnen. Wer verliert, wird Würmerfraß. Ja. Funktioniert die FAMAS? Ich habe keine Munition mehr. Wo haben Sie die Desert Eagle her? Fand sie im Waffenlager.
Eine 50er Action Express. Da war auch eine Sokom-Pistole, aber ich wählte diese. Und ich krieg, was übrig bleibt. Ist das nicht ein bisschen groß für ein Mädchen? Ich kann damit umgehen. Nehmen Sie meine 45er. Hören Sie, ich habe so eine Pistole schon mit 8 Jahren gehabt. Ich bin damit vertrauter als mit einem BH. Ist klar. Wenn wir nach Norden wollen, müssen wir durch das Zimmer des Commanders auf diesem Flur. Der Landweg ist durch Gletscher blockiert. Die Tür hat Sicherheitsstufe 5. Diese Karte öffnet sie. Sie befand sich in der Tasche der Uniform, die ich anhatte. Sieht so aus, als hätte der Soldat was Wichtiges bewachen müssen. Perfekt, wir haben 5. Okay, gehen wir. Ich kenne mich hier besser aus als Sie. Ich gehe vor. Folgen Sie mir. Okay, ich soll hier folgen? Dann mache ich das mal. Seltsam. Hier ist keine Wache. Was ist das für eine Musik? Ich halte Ausschau. Seien Sie bereit, okay? Und Leute, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt. Das heißt, ich darf gleich etwas erledigen. Oh Mann. Ich freue mich drauf. Eigentlich nicht, aber... da muss ich jetzt hin. Ah ja, jetzt kommt eine witzige Szene. War es nicht so? Oder? Ah, okay. So geht das. Ach, ich muss da... da ist noch eine. Ah, jetzt kommt die Szene. Na? Achso, ich muss hinlaufen. Ah, jetzt geht's. Mein Kopf. Ah, oh, das tut weh. Was ist los? Bleiben Sie weg, Snake. Sind Sie okay? Was war denn? Nichts. Okay. Gehen wir. Wohin? Achso, das ist der richtige Weg. Los, Mr. Foxhound. Der Commander wartet. Kann ich da... Hui! Gut, Leute, ich werde jetzt erstmal... Was zur Hölle? Okay, ich werde jetzt erstmal etwas umstellen. Und dann mache ich gleich hier noch weiter. Zumindest, na... Okay, ich könnte auch schon aufhören. Ich meine, 2 Minuten hätte ich noch. Ja, auf jeden Fall muss ich da jetzt rein. Aber bevor ich da reingehe, weil da erwartet mich ein Bosskampf, sollte ich auf jeden Fall eine Sache umstellen. Ich werde euch auch jetzt noch sagen, was. Und zwar muss ich dafür den Controller von Steckplatz 1 zu Steckplatz 2 stöpseln, damit ich den Boss besiegen kann. Ich werde dann während des Kampfes, wenn ich da reingehe, euch erklären, warum das so sein muss. Ja, gut, Leute. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt hier erstmal beende und den Kampf erst im nächsten Video mache. Ja, gut, Leute, dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Gibt's was, Snake? Mai Ling, Sie sagten, Sie wollten Pilotin werden. Waren Sie beim Eignungstest? Nein, ich sehe schlecht. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass ich Kontaktlinsen trage. Sie fielen durch den Eignungstest, was? Ja, es ist lächerlich. Wir fliegen doch nicht mehr in Doppeldeckern, oder? Das stimmt. Piloten fliegen heute mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit. Genau. Bei dem Tempo nutzt das bloße Auge fast nichts. Nur mit komplexer Elektronik sehen Sie, was los ist. Haben Sie deshalb Ihr Radarsystem entwickelt? Ja. Ich wollte ein Radarsystem entwickeln, das Soldaten zu besseren Entscheidungen verhilft. Ihr Radar zeigt also, was wirklich los ist, was? Das kommt auf die Auslegung an. Wie bei Schönheit liegt die Wahrheit im Auge des Betrachters. Das können Sie ruhig laut sagen.